Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Ace Attorney Phoenix Wright, Trials and Tribulations. Hast du nie gesehen? Fall 5. So, es geht weiter. Ich war gegen 23 Uhr mit meinem Bad fertig und wollte zum inneren Tempel zurück. Und auf dem Rückweg habe ich ein Geräusch im Innenhof gehört. Iris hat. Oh, mystische Elise! Und dann ausgerechnet mit diesem Schwert. Die mystische Elise wohnte in dem Eckzimmer mit Blick auf den Innenhof. Das Zustechen geschah wohl, nachdem sie aus dem Fenster gestoßen worden war. Ein wirklich schrecklicher Anblick für sie, nicht wahr? Stünde ich an ihrer Stelle, wäre es so, als würde Frau von Karma Herrn Edgeworth vor Gericht in zwei Hälften zerpeitschen. Und ich würde alles von diesem Stuhl aus beobachten. Nun, sowas in der Art. Pff, dieser Richter. Seine Vorstellungskraft ist so lebendig und einfallsreich wie Inspektor Gumshoes. Ich würde wie ein Dummkopf aussehen, würde ich solche Dummheiten kommentieren. Auf jeden Fall gehört dieser Fall mir. Miles Edgeworth. Immer alle beim ganzen Namen zu nennen. Kannst du diese Angewohnheit nicht abstellen? Nee, tut sie nicht. So. Dann wollen wir mal gucken. Ich will mal was gucken, bevor ich das gleich mache. Wunde im Rücken, Körper fiel nach Tod 3 Meter. Das erzählst du doch andersrum, oder? Egal, wir fangen mal vorne an. Wie weit war es von Ihrem Zimmer zum inneren Tempel? Lass mich nachdenken. Ungefähr 20 Minuten auf meinen kurzen Beinen. Man braucht etwa 15 Minuten von der Dämmerbrücke bis zum Hasakura-Tempel. Der innere Tempel liegt direkt hinter der Brücke. Du hast es an jedem Abend trotzdem nicht mehr dorthin geschafft, richtig? Das ist richtig. Ich war auf dem Weg zur Haupthalle. Sie sagten, dass sie ein Geräusch gehört hätten. Einfach ein Plumps. Das kann das Geräusch eines fallenden Opfers gewesen sein. Im Tempel ist es sehr ruhig, weißt du? Man kann sogar hören, wie der Schnee von den Zweigen fällt. Einfach ein Plumps. Aber hätte das nicht auch Schnee sein können, der auf den Boden fiel? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Hahaha. Hohohohoho. Wer als nächstes lacht, kriegt meine Peitsche zu spüren. Nun, jedenfalls warf ich einen Blick in den Innenhof, was das auch für immer ein Laut war. Das ist das zweite Mal, dass die Zeugin aussagt, die Angeklagte gesehen zu haben. Aber einige Zweifel bleiben trotzdem bestehen. Hey, was soll das heißen? Nur weil du ein junger, gut aussehender Mann bist, hast du nicht das Recht? Der Mörder, der mit dem Schwert auf das Opfer eingestochen hat. Schwester Bikini, beschreiben Sie genau wie möglich, wen Sie gesehen haben. Nun, du bist ein hübscher junger Mann. Ich verzeihe dir. Oh, jetzt, da du es sagst? Da war etwas furchtbar Seltsames an ihr. Etwas, das mich schon die ganze Zeit über beschäftigt hat. Bitte, spannen Sie uns nicht so auf die Folter. Ihre Haube. Ihre Haube? Ganz genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Iris, sie hatte ihre Haube nicht auf. Keine gute Aussage. Ich dachte mir schon, dass etwas nicht ganz gestimmt hat, aber das ergibt jetzt alles einen Sinn, oder? Schließlich hatte sie ihre Haube ja jemand anderen gegeben, nicht wahr? Ha! Du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt, Miles Edgeworth. Was sagen Sie, Herr Edgeworth? Ist diese Aussage wichtig? Ich kann diese nicht gebrauchen. Nee, ich kann sie nicht gebrauchen. Diese Frage wird die Wunde nur weiter aufreißen. Diese Bemerkungen sind so nutzlos wie die Ermittlungen eines gewissen Inspektors. Sie müssen nicht ins Protokoll aufgenommen werden. Na schön. Bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort.
Ja, er ist nicht in die Falle gerannt. Heul doch! Das Zimmer, in dem das Opfer gewohnt hat, überblickte den Innenhof, richtig? Das heißt, das Zimmer des Opfers liegt im ersten Stock? Nein, nein! Der Hasakura-Tempel ist eigentlich ein ebenerdiges Gebäude. Aber der Berg selbst fällt schräg ab. Deshalb liegen das Haupttor und die Gästezimmer im hinteren Teil höher. Etwa so hoch wie ein erster Stock. Verstehe. Und das Opfer wohnte in einem der höher gelegten Zimmer, richtig? Ja. Ich muss es ja wissen. Schließlich habe ich ihre Sachen ins Zimmer getragen. Nee, genau. Das Zustechen geschah wohl, nachdem sie aus dem Fenster gestoßen war. Und wir wissen aus dem Autopsiebericht, es ist genau andersrum. Habe ich doch gut aufgepasst. Genau. Wunde im Rücken und dann fiel der Körper. Andersrum. Beeindruckende Logik. Das würde ich gerne sagen. Oh, ich bitte dich. Mein Gedächtnis ist hervorragend. Besonders im Winter. Jedoch bin ich der Meinung, dass sie eine Sache übersehen haben. Franziska, würdest du bitte noch einen Blick auf den Autopsiebericht werfen? Den Autopsiebericht? Das Opfer fiel aus einer Höhe von 3 Metern. Aber dieser Sturz, er passierte, nachdem sie getötet worden war. Ah! Das stimmt. Er steht nach dem Tod. Die Szene, die die Zeugin behauptet gesehen zu haben, ist widersprüchlich. Wenn die Angeklagte dort im Innenhof auf das Opfer einstach und es tötete, wie soll das Opfer danach aus einer Höhe von 3 Metern gefallen sein? Ruhe, Ruhe! Das Opfer wurde getötet und dann fiel es. Wenn das der Fall ist, dann muss das Opfer in seinem Zimmer umgebracht worden sein, oder? Das ist die logische Schlussfolgerung. Ja, stimmt. Das Opfer wurde in seinem eigenen Zimmer von der Angeklagten erstochen. Und dann wurde es aus dem Fenster im Innenhof geworfen. Gab es in Frau Dion Sims Zimmer Anzeichen eines Kampfes? Sie wurde mit dem Schwert erstochen. Das würde einen Blutfleck hinterlassen, nicht? Nun, Frau von Karma, war da Blut zu sehen? Es wurden keine Blutspuren im Zimmer des Opfers gefunden. Ihre Peitsche hat gerade Blutspuren auf meinen schönen Bart hinterlassen. Wie dem auch sei, wenn es kein Blut in dem Zimmer gab, dann würde Ihre Behauptung... Sicherlich wird es nicht nötig sein, dass ich alles noch einmal durchgehen muss. Da ich mir sicher bin, dass Euer Ehren sicher weiß, wann aus einer Stichverletzung das meiste Blut austritt. Wann das meiste Blut austritt? Beim Eindringen der Klinge tritt nur wenig, sehr wenig Blut aus. Allerdings dringt sehr viel Blut aus dem Körper aus, wenn die Klinge herausgezogen wird. In der Tat. Befindet sich die Waffe noch im Körper? Ist sie wie ein Deckel auf der Wunde? Stimmt, mit der Waffe im Körper würde es nicht stark bluten. Ein wirklich logischer Gedankengang. Wir sind also zu einer Schlussfolgerung gekommen. Das Opfer wurde aus dem Fenster geworfen, mit dem Schwert im Körper. Somit sind alle Widersprüche gelöst. Dann stimmt's aber mit der Zeugenaussage nicht. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Zugegeben, so kann es gewesen sein. Von Franziska von Karma hätte ich auch nicht weniger erwartet. Sie findet jeden wichtigen Punkt heraus und übernimmt die Regie. Wie es aussieht, brauchen wir eine klare Aussage von der Zeugin. Befreien Sie uns von allen Mutmaßungen und sagen Sie uns die reine Wahrheit, bitte. Zeugin? Bitte? Bleiben Sie auf der Kiste stehen! Unterschätzt mich jetzt bloß nicht. Das Gewicht des Schnees hat mich außer Form gebracht. Vor allem meinen Rücken und meine Laune. Schwester, bitte mach deine Aussage. Ich werde dir eine kräftige Massage verpassen, wenn wir hier fertig sind. Mit der Peitsche? Junge, Junge. Also, gut. Noch eine Aussage. Was erzählt sie denn jetzt? Als ich diese Szene gesehen habe, war das Schwert bereits im Körper.
Jetzt fällt mir ein, ich habe nicht gesehen, wie sie auf die mystische Elise einstach. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Das kann mir niemand verübeln, oder? Als sie aufwachte, stach die mystische Amy der mystischen Elise in den Rücken. Jetzt wird's ganz absurd. Hä? Das alles bestätigt Frau von Karmas Theorie. Die von Karmas streben nach nichts anderem als Perfektion. Fakten zusammenstellen fällt mir leicht. Das solltest du wissen, Miles Edgeworth. Perfektion ist eine Unmöglichkeit, Franziska von Karma. Und ich bin hier, um dich genau das zu lehren. So, weiter geht's. Das Opfer. Hattest du im Zeitpunkt geblutet? Nun, natürlich war ich von allem, was ich gesehen habe, sehr geschockt. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, ich habe kein Blut gesehen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich bin mir ganz sicher, dass du keines gesehen hast. Die Waffe in der Wunde wirkte wie ein Stöpsel. Wir sollten auf jeden Fall einen wichtigen Punkt klären. Haben Sie den Augenblick gesehen, in dem auf das Opfer eingestochen wurde? Denken Sie genau nach, das ist sehr wichtig. Hier geht es um Iris. Ich denke nach, so gut ich kann. Nein, als ich rüber sah, steckte das Schwert schon im Körper der mystischen Elise. Es mag zwar nicht entscheidend sein, aber diese Aussage unterstützt Ihre Theorie. Das Opfer wurde im Zimmer erstochen und dann in den Innenhof geworfen. Ich denke, das beweist es ziemlich gut, Miles Edgeworth. Sie sagten also, Sie hätten das Blut des Opfers gesehen. Das stimmt. Etwas davon hatte auch Iris verspritzt. Als die Angeklagte festgenommen wurde, meditierte sie gerade in ihrem Zimmer. Und ihre blutbefleckte Kleidung lag ordentlich gefaltet in der Ecke. Was? Ihre Kleidung war auch blutbefleckt? Das sieht in meinen Augen sehr beweiskräftig aus. Was soll ich tun? In diesem Punkt weiter angreifen? Ja, natürlich. Das ist für uns ja tödlich. Um auf Ihre vorige Aussage zurückzukommen. Sie sagten, Sie hätten wenig Blut gesehen, als das auf das Opfer eingestochen wurde. Aber jetzt sagen Sie, Sie hätten das Opfer bluten sehen. Na, sowas. Ich sage nur, was ich gesehen habe. Hab ich gesehen. Was haben Sie denn gesehen? Vielleicht habe ich nicht gesehen, wie auf die arme Frau eingestochen wurde. Aber ich habe genau gesehen, wie das Mädchen das Schwert aus ihr herausgezogen hat. Das Schwert rausgezogen? Nun, es war nicht gerade ein Ziehen. Es war eher ein Rausgleiten. Hä? Zeugin, fügen Sie diese Anmerkung zu Ihrer Aussage hinzu. Oh, war das wichtig? Wichtiger, als Sie sich denken können. Was meint sie denn mit Rausgleiten? Ich sah, wie die Klinge, die bis zum Griff drinsteckte, glatt herausgezogen wurde. Das geht doch gar nicht. Wie willst du denn so ein... Bin ich doof? Wie willst du denn so ein Schwert glatt rausziehen? Bin ich ein Hornochse oder was? Ist das ein Übersetzungsfehler oder ist das absichtlich ein Widerspruch? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, guckt euch das Ding an. Wie willst du das denn glatt rausziehen? Das Ding hat wieder Haken. Also... So, ich lasse euch jetzt mal ein bisschen entscheiden. Aber ich denke mal, der Silver wird jetzt sagen, ich bin hier auf einer richtigen Spur und gönne mir mal eben ein kleines Getränk. Alles klar. Also, aber es stimmt, ne? Also, wie willst du, jetzt mal von meiner Logik, also der Silver sagt, das ist richtig. Aber jetzt guck mal auf das Bild, wie willst du das glatt rausziehen? Du reißt den Körper auseinander. Also dementsprechend, ihr habt noch nicht mal die Klinge gesehen. Und dafür
Na, was hat die überhaupt gesehen? Nicht viel scheinbar. Schwester Bikini, Sie sind eine zuverlässige Zeugin. Zumindest würde ich das denken. Aber es gibt hier zu viele Widersprüche. Was meinst du damit? Das hört sich an, als wäre eine Lügnerin. Aber du bist ein hübscher junger Mann, also verzeih ich dir. Von welchen Widersprüchen redest du denn? In der Szene, die die Zeugin behauptet gesehen zu haben, steckt die Waffe bis zum Griff im Körper des Opfers. Des Weiteren hat der Mörder die Waffe glatt aus dem Körper herausgezogen. Aber beides ist absolut unmöglich. Was meinen Sie damit? Bitte erklären Sie sich! Erkläre das bitte! Erstens wäre es möglich, das hier bis zum Griff in den jemanden hereinzurammen. Wie ich die Angeklagte auch betrachten mag, sie erscheint mir nicht stark genug dafür. Sie erscheint nicht? Welch bedeutungsloses Gerede! Ich selbst mag auch schwach und zerbrechlich wirken. Aber ich kann Männer unter dem Absatz zerquetschen, bis sie weinen, wenn ich es möchte. Der Einspruch steht! Der Richter ist witzig. Der Richter ist witzig. Ich will den immer haben. Ich finde ihn witzig. Der ist gut. Der hat meinen Humor. Ich muss zugeben, ich habe vorhin ein wenig gewarnt. Ich will den haben. Diesen Richter für Smash. Geil. Das ist nicht die einzige Ungereimtheit. Wenn das Schwert wirklich bis zum Griff in den Körper gerammt wurde, nun... Man sehe sich die ganzen Zweige daran an. Es ließe sich nicht glatt herausziehen. Das ist... Und wir haben das Problem mit der Menge des Blutes. Es stimmt, wenn eine Klinge im Körper steckt, funktioniert sie wie eine Art Stöpsel. Aber wenn die Waffe eine Form wie diese hat, ist es eine ganz andere Sache. Die Wunde wäre zu groß und die Klinge könnte die Blutung nicht komplett stopfen. Das ist nichts weiter als reine Mutmaßung. Das Opfer wurde mit dem Shishisto erstochen. Sogar eine Waffe solcher Art könnte manchmal glatt herausgleiten und sogar den Blutverlust stoppen. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch einen entscheidenden Widerspruch. Da ist noch mehr? Dieser hier ist einfach. Wenn dieses Schwert wirklich bis zum Griff in den Körper hineingestoßen wurde, warum ist dann nur an seiner Spitze Blut zu sehen? Eben. Ah! Wenn die Zeugin die Wahrheit erzählt, dann sollte auf der gesamten Länge des Schwertes Blut zu sehen sein. Nein! Bravo, Miles Edgeworth! So viel Widersprüche mit einem einzigen Beweisstück. Alle anderen Anwälte, die ich kenne, würden nur auf einen kommen, wenn überhaupt. Aber was bedeutet das Ganze? Sie haben Widersprüche bezüglich der Mordwaffe bewiesen, aber... Das kann alles nur darauf hindeuten, dass es eine Antwort darauf gibt. Und die wäre? Die Waffe, mit der das Opfer getötet wurde, war nicht das Shishisto. Was? Die dumme Idee aus einem dummen Gedanken eines wahrlich dummen Dummkopfs. Fangen wir noch einmal von vorne an. Warum glauben wir, das Schwert sei eine Mordwaffe? Nun... Weil die mystische Amy ist es ihren Opfer stechen schien. Richtig. Aber wenn Sie darüber nachdenken, ist das nicht der einzige Grund für diese Annahme? Der Eindruck der Szene war einfach zu stark, dass es ist, was uns beeinflusst. Es beeinflusst uns so, dass wir glauben, dass Shishisto sei die Mordwaffe gewesen. Ruhe, Ruhe! Vielleicht war das Shishisto also nicht die Mordwaffe. Auch wenn das der Fall wäre. Es würde nichts ändern, Miles Edgeworth. Die Schwester hier hat alles gesehen. Auch wie die Angeklagte mit einem schwertähnlichen Objekt auf das Opfer einstach. Das stimmt. Ihre Antwort, Herr Edgeworth. Wenn dem so ist, dann bitte ich die Anklage... die naheliegende Frage zu beantworten. Die naheliegende Frage? Ja, nämlich...
Wohin ist die wahre Mordwaffe verschwunden? Die Polizei hat natürlich die Haupthalle und den ganzen Bereich durchsucht. Die Anklage weiß sicher, ob ein schwertähnliches Objekt gefunden wurde. Was ist? Beantworten Sie die Frage, Frau von Kammer. Es wurde kein Beweis dieser Art gefunden. Ein weiteres Rätsel für den Rätselberg. Ein Fall ohne Mordwaffe ist eine tückische Sache. Entschuldigung? Dürfte ich etwas sagen? Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Natürlich. Teil 7 also. Woran denn, Schwester? Ich dachte gerade, es ist möglich, dass vielleicht das, was passiert ist, es war dort drüben. Was genau wollen Sie uns damit eigentlich sagen? Die Mordwaffe, das meine ich. Vielleicht? Ich denke, ich könnte wissen, wie das Schwert beseitigt wurde. Wie bitte? Also gut. Ich denke, wir brauchen eine weitere Aussage von dir, Schwester. Unmöglich. Was? Was könnte diese Frau sonst noch gesehen haben? Ja, Franziska liebt das Wort dumm sehr wirklich. Das ist ohne Frage. Ich mach mal Folgendes. Ich setze hier einen Cut und dann machen wir die nächste Folge. Bis gleich. So.